So, kommen wir zur zweiten Woche der Foto-Challenge. Und das Thema ist Wasser. Ist natürlich relativ vielseitig, da wir aber nicht in den Bergen wohnen, leider Gottes, wo man schöne Seen und sowas hat, ne, haben wir uns hier was Schönes ausgesucht, so einen kleinen Teich oder was auch immer das ist. Und da versuchen wir ein bisschen was zu zaubern. Was man hier machen kann, sind verschiedene Sachen, das zeigen wir euch jetzt mal. Ich kann zum Beispiel mit meinem Smartphone, das hole ich mir jetzt mal raus. So, wenn ich jetzt ein Foto machen möchte, suche ich mir aus, gut, hier vorne ist der kleine, so ein kleiner Wasserfall, das möchte ich jetzt fotografieren und ich möchte aber, dass das Wasser nicht aussieht, sondern dass es schön weich aussieht, heißt, dass es fließend ist, dass ich so eine fließende Bewegung habe. Normalerweise mit normalen, herkömmlichen Handys oder älteren Handys habe ich nicht die Möglichkeit, da brauche ich halt eine Langzeitbelichtung, aber bei aktuellen Handys habe ich die Möglichkeit. Wenn ich jetzt ein Foto mache, jetzt zum Beispiel mit dem iPhone 12, ich mache jetzt mal eben ein Foto. Ein kleiner Moment. So. Ich suche mir hier das Objekt raus. So, guck, das sieht gut aus. Das sieht sehr schön aus. So, ich mache einmal das Foto. So, halt das Handy still. So. Wenn ich jetzt das Foto einblende, sehe ich halt ein ganz normales Foto, so wie es jetzt gerade ist. Das Wasser fließt da durch, das ist halt, sieht ganz normal aus. Ich habe aber bei dem iPhone 12 die Möglichkeit, wenn ich jetzt in die Fotos reingehe, wir machen das einmal kurz, dann wähle ich mir hier das Foto aus, was ich geschossen habe und dann kann ich hier hochgehen, dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Effekte, die ich auswählen kann. Und dann habe ich ganz zum Schluss hier Langzeitbelichtung, dann klicke ich da einmal drauf und dann passiert Folgendes. Dann sieht das Wasser ganz weich aus, ganz zart, ich habe schöne Spiegelungen da drin und das ist halt ein cooler Filter, den ich nutzen kann, um jetzt zum Beispiel fließendes Gewässer cool abzulichten. Genau. Und wenn ihr sowas habt, probiert das gerne mal aus. Wie gesagt, beim iPhone 12 oder bei den aktuellen Versionen der Software sollte das eigentlich kein Problem sein. Probiert es gerne mal aus und ich bin mal gespannt auf eure Ergebnisse. Mein Telefon hat leider keine Langzeitbelichtung. Heißt, ich muss mir irgendeine andere Aufgabe suchen für Wasser. Wenn ihr euch an das erste Video erinnert, wo es darum ging, allgemeine Tipps für bessere Fotos mit dem Handy, dort habe ich erwähnt, dass Spiegelungen ganz cool sind. Spiegelungen, Wasser, Wasserspiegelungen. Finde ich, ist die Aufgabe erfüllt, oder? Das heißt, ich nehme mir hier auch dieses Planschbecken, was auch immer, und versuche mal hier eine Spiegelung mit reinzukriegen, ohne reinzufallen. So. Je tiefer, desto besser, um die Spiegelung zu sehen. Das heißt, von hier oben habt ihr keine Spiegelung. Wenn wir jetzt aber hier langsam runtergehen, seht ihr, wie langsam das Benrather Schloss hier auftaucht. Zack. Zack, haben wir eine Spiegelung. Schaut auch mal, dass die dritte Regel soweit passt. Ich habe das Benrather Schloss jetzt hier oben im Kreuz. Und jetzt wird euch das Gitterkreuz auch helfen, den Horizont gerade zu richten. Lasst das Schloss nicht aus dem Bild kippen. So, jetzt habe ich es hier im Fokus. Zack. Ah, sieht ja schon ziemlich geil aus. Aufgabe erfüllt. Einmal noch kurz im Vergleich. Ihr könnt natürlich auch von hier oben fotografieren. Aber da habt ihr das Problem, da kommt keine Spiegelung. Für eine Spiegelung solltet ihr so tief wie möglich gehen. Egal ob Menschen, ob Gebäude und so weiter, müsst ihr in die Hocke gehen, müsst ihr tief gehen und dann bekommt ihr eine wundervolle Spiegelung.